Es war richtig brutal, bin echt über meine Grenzen hinausgegangen. Eine Spielwiese im Wald für uns, Trailläufer. Jetzt geht's um alles. Trail Game ist ein 100-Kilometer-Lauf, aufgeteilt in 8 Runden, 12,5 Kilometer. Jeder Teilnehmer muss die Runde in einem Zeitlimit von 125 Minuten schaffen. Wer das schafft, kommt eine Runde weiter. Das Entscheidende beim Trail Game ist aber am Ende die letzte Runde. Es zählt für das Gesamtergebnis nur die 8. Runde. Wir haben es jetzt ja 4:45, also die perfekte Zeit, um mal in den Wald laufen zu gehen. Es ist dunkel, es ist Nacht, ich bin müde. Ich war heute früh schon unterwegs auf der Strecke, Markierung nochmal gecheckt, also Strecke schon im Top-Zustand. Ist schon tricky zu laufen jetzt in der Früh, aber das werden die machen. 3, 2, 1, Startschuss, es geht los! Ich glaube, bei so einem Wetter im Herbst hat jeder Lust zu laufen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf die Strecke. Ich kenne den Teutoburger Wald ein bisschen und habe einfach total Bock zu laufen. Team Volkswagen R, Carsten Schemionek. Hier ist Florian Reicher, Arne Goltermann. Kevin ist noch im Rennen, Hannes ist noch im Rennen und der Jens. Alle drei laufen die 100 und ich hoffe, sie ziehen durch und holen ein gutes Ergebnis für uns. Das Finale, ne? Ja. Mal sehen, jetzt geht's um alles. Stolz auf mein Team heute. Grandiose Leistung durch die Bank weg von Volkswagen R. Dass ich natürlich dann zum Schluss als Erster durchs Ziel laufe, ist eine großartige Teamleistung und nicht nur meine Leistung. Das muss man ganz klar sagen. Für das Team Volkswagen R, Jens Köhler! Der Sieger vom Team Volkswagen R in 57:37 in der letzten Runde, Kevin Kohlstorff!